Schokocroissants für 99 Cent. Und ich konnte mich irgendwie nicht entscheiden und dachte mir, nimm mal Weile mit. Raus, beruhig dich, komm erst wieder rein, wenn du Licht bist. Hallo ihr Lieben, Food-Hall-Zeit und ich war gerade im Kaufland einkaufen und Leute, es wird immer teurer bei mir. Ich weiß nicht, wo ist mein Schnapper hin? Ich habe 121 Euro und 27 Cent ausgegeben. Läuft bei mir, oder? Ah, ich habe aber auch mega viel erhalten. Ja, ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal direkt an, sonst wären wir hier nicht fertig. So, jetzt erste Tüte. Es waren auch coole Angebote dabei, muss ich sagen. Also ein paar coole Angebote. Ja. Das darf natürlich nicht fehlen. Dann kommt als allererstes Double Star. Meine Sucht, 1,11 Euro. Es tut mir leid, ich habe schon so viele damit angesteckt und so viele sagen, scheiße Lisa, die schmecken echt geil. Ja, also ungesund braucht ihr nicht kaufen, schmecken aber richtig gut. 1,11 Euro. 99 Cent für Toffee Face. Da haben wir ja letztes Mal die Dark ausprobiert. Die habe ich ja live mit euch getestet. Und Leute, die liegen da immer noch in der Schublade, weil keiner diese Dark oder mehr Schokolade waren das oder sowas. Schatz, du kannst zwar schon gleich aufräumen. Dann habe ich wieder weniger Arbeit. Stress mich, Mann. Ja. Du hast nicht mal angefangen. Ja, da bist du, da kann man schon aufräumen. Auf jeden Fall schmecken nur die Originalen. Original ist halt Original und nichts mit mehr Schokolade oder so. 99 Cent, die sind aktuell gerade im Angebot. Schokocroissants für 99 Cent. Die Meckle-Butter. Kennt ihr das, wenn die Fingernägel eingerissen sind? Da ist nämlich so leicht eingerissen. Meckle-Butter für 1,29. Auch aktuell im Angebot. 55 Cent für unsere Sonntagsbrötchen. 1,59 Euro für Eier. Nutstar für 1,15 Euro. Bierschinken für 99 Cent. Dann einen Eisbergsalat, weil wir momentan wirklich sehr gerne Salat essen. Und mir hat eine Zuschauerin geschrieben, dass umso leichter, umso besser schmeckt der Eisbergsalat. Und ich dachte immer, ich habe immer geguckt, dass ich den schwersten habe, aber das stimmt nicht, weil umso schwerer er ist, umso mehr Wasser ist er und umso weniger Geschmack hat er. Deswegen habe ich heute diesmal einen ganz leichten mitgenommen, um einfach das mal zu testen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das wusstet oder ob ihr das kennt oder ob ihr das geschmacklich auch schon mal festgestellt habt. Das würde mich interessieren. Dann sind, oh, kennt ihr die noch? Ich hatte die ja so eine leichte Sucht eine Zeit lang. Und die sind gerade im Angebot für 1,19 Euro. Und Leute, die schmecken aber auch richtig gut. Aber achtet bitte drauf, dass ihr die Classic-Variante habt. Geflügel schmeckt auch gut, aber die Classic schmeckt noch ein bisschen besser. Ein paar Bananenchen für 99 Cent. Kinder-Pinguin ist im Angebot. Letztes Mal habe ich gedacht, das ist falsch drauf gedruckt worden, weil ja hier da so das Ding da jetzt ist und früher war doch immer das Zeichen hier. Aber es sind alle so und ich glaube, das gehört sich jetzt so. Sieht trotzdem aus wie ein Fehler für mich. Also findet ihr nicht auch? Sieht doch aus wie ein Fehler. Da sind die Zutaten und da ist es so komplett drauf gedruckt. Ja. Wer hat das Design? Irgendwie schaut es aus wie ein Druckfehler für mich. Also schreibt mir mal, ob das auch für euch wie ein Druckfehler ausschaut oder sagt ihr, nee, die schaut doch viel besser aus wie die alte Packung. Ja, naja. Es kommt ja nicht auf die Packung drauf an, sondern auf den Inhalt. Kochstiegen, der ist gerade im Angebot für 1,88 Euro. Joghurtdressing und ja, Essig und Öl war früher mein Favorit, momentan Joghurtdressing. Aber so ein bisschen ein Schuss Zitrone muss noch rein und ein Schuss Essig, weil nur so schmeckt er ein bisschen fad. Finden wir zumindest. Leberwurst wurde sich gewünscht für 1,09 Euro. Snacket, da kamen mehrere mit. Ich finde die richtig lecker und die halten, glaube ich, habe gar nicht geschaut. 20.03.22 halten richtig lang und sind echt sehr lecker. Ah, der hat mich so angelächelt. Patros Ofenkäse. Den habe ich gesehen und dachte mir, da habe ich, glaube ich, Bock drauf. Was machst du, mein Schatz? Ich komme gleich. Okay. Stress mal nicht. 2 Stunden lang wechseln und dann umhetzen. Warte mal. Da ist jemand gestresst. Ich frage gerne nur, wann du abräumen kommst. Bin ich dein Butler? Nein, aber du kannst mir helfen. Warte doch einfach mal. Ich warte doch. Ja, ich frage nur, was du da gerade machst. Ist ja wurscht. Hofkäse kam mit für
1,49 jetzt gerade im Angebot. Bacon für 88 Cent auch im Angebot. Dann habe ich für den Vorrat, also Ketchup und Mayo geht gerade immer. Und ich habe eine neue Leidenschaft entdeckt. Ich mag eigentlich gar keine Mayonnaise, aber letztens haben wir Pommes gemacht. Und dann habe ich die zwei so zusammengemischt, weil ich das bei den Mädels gesehen habe. Und das sah so lecker aus. Und Leute, das schmeckt auch so lecker. Ah, sorry. Voll die Kindheitserinnerung. Ich hasse eigentlich Mayo, aber die zwei in der Kombination, oh, wer mag das auch? Ich weiß nicht, ich habe das total vergessen. In der Kindheit habe ich das oft gegessen. Das macht ja so Spaß, mit der Pommes dann solche Fäden reinzuziehen, ne, mit Mayo und Ketchup. Und das haben dann meine Kinder auch gemacht und hat das mich so angelächelt. Und der Geschmack, diese Kombination von beiden, ist auch lecker. Obwohl ich keine Mayo mag. Also pur kann ich mit dir nichts anfangen. Süßer Senf für 49 Cent. Baguette, Kräuterbaguette habe ich mal wieder mitgenommen. Keine Ahnung, die stand da so bei der Gefriertruhe und ich dachte mir, ja, kann man ja mal mitnehmen. Für 59 Cent. Dann sind zwei Käsesorten im Angebot. Eine habe ich euch schon gezeigt, genau. Einmal ist Hochland im Angebot und einmal ist Kerrygold im Angebot. Und ich konnte mich irgendwie nicht entscheiden und dachte mir, nimm mal beide mit. 1,49 und 1,39, also ist das hier sogar günstiger, oder? Ja, beides 150 Gramm drin. Ja, können wir ja jetzt testen. Dann schaut mal, was noch im Angebot ist. Milka Schokis für jeweils 59 Cent und denkt an den 1-Euro-Coupon, denn die hängen überall beim Kaufland. Also bei unserem Kaufland hängt da überall ein Coupon und ich denke, den gibt es auch bestimmt zum Ausdrucken bei coupon.de zum Beispiel oder so. Wenn du für 5 Euro Milka Sachen kaufst, sparst du nochmal 1 Euro. Also kaufst einfach, in meinem Fall, ich habe 10 Tafeln gekauft, habe ich schnell rechnen können, ne? 5,90 Euro für 10 Tafeln. Hätten auch 9 Tafeln gereicht und ich hätte trotzdem den Euro bekommen. Macht nichts. Aber ne, einmal die Oreo. Nochmal die Oreo, die mögen die Mädels ja so gern. Karamell, da stehe ich so gern drauf. Und ganze Haselnuss, da stehen alle drauf und das sind auch die allermeisten. Ich weiß nicht, wo die anderen gerade sind. Kam auch mit. Dann haben wir hier einmal Patros nochmal Käse für 1,39. Habe ich immer ganz gern da und ich glaube so. Ja, bis zum 7.1. sind ewig haltbar, der war gerade eben im Angebot. Upsala. Dann geht's weiter. Eine Packung Pommes. Die ich immer ganz gerne momentan. 99 Cent, geht halt immer schnell. Rispentomaten habe ich mitgenommen. Die haben gekostet das Kilo 2,49. Jetzt musste ich echt überlegen. 89 Cent für Pflanzenmargänge. Die habe ich schon so lange nicht mehr gekauft, dass ich gerade geschockt war, dass die schon auch 10 Cent teurer geworden ist. Normalerweise haben die immer 79 Cent gekostet. Und jetzt 89 Cent. Ja, also ihr wisst ja immer, die alten Preise bleiben mir ja dann immer Ewigkeiten in meinem Kopf und dann fällt mir sowas ein. 59 Cent brauche ich zum Backen. Ich will jetzt dann bald Weihnachtsplätzle anfangen. Hat jemand von euch schon Weihnachtsplätzle angefangen? Ich habe da voll Bock. Ja, da hätte ich ja auch noch Milka Schokolade schwarz noch kaufen können und weiß. Ich glaube, ich muss noch mal zum Kaufland. Das ist eine gute Idee. 3 Stunden lang weg, du Schwätzer. Ja, doch nicht jetzt sofort. Ja, ich habe noch für Instagram gemacht. 59 Cent. Bayerischer Leberkäse für 79 Cent. Und Leona für 79 Cent. Bist du irgendwie gestresst? Nein, aber was willst du mit so viel Butter anfangen? Da passt da alles nicht mehr rein. So, da stehen jetzt 2,69 für Rostbratwürste. Ich möchte backen. Hast du nicht zugehört? Backen. Backen. 1,99 für Iglo. Backen. Deswegen brauche ich Butter. 1,19 für. Boah, könnt ihr den auch. Wisst ihr, ich weiß nicht, ist es bei euren Männern auch so, dass ihr am liebsten ihn packen würdet? Türe auf, raus. Beruhig dich, komm erst hier rein, wenn du liegst. Du stresst und aufräumen, du kommst nicht mehr hinterher, aber ja. Sollst du mal aufräumen. Ja, aber ich dich ja nur. Aber wir lieben sie doch trotzdem. Ja, 2,29. Boah, ich sitze rein, das kann ich klappen, okay. Wienerle für 2,79. Käsechenbrust für 1,88 €. Bauernschinken ist auch im Angebot für 1,69 €. Dann habe ich für die Kinder Zahnbürsten mitgenommen für 65 Cent. Snack It für 1,19 €. Zahnbürsten nochmal. Also da ist einmal für die Große und einmal für die Kleine. Deswegen der Unterschied. 65 Cent. Mirinda. Mirinda. Pepsi Light und alles ist im Angebot für
69 Cent. Habe ich ein paar viele mitgenommen, weil wir ja jetzt dann Taufe haben. Nächste Woche? Nächste Woche, ja genau. Und, aber ich weiß nicht, wo die ganze sind. Auf jeden Fall haben wir Taufe. Oh, jetzt sehe ich nichts mehr. Wir haben Taufe. Also du bringst mich auch ein bisschen durcheinander. Wir haben Taufe nächste Woche, damit wir ein paar Getränke da haben. Essen tun wir bestellen. Was? Hast du irgendwelche Probleme? Nein. dann Sandwich-Toast für 39 Cent. Dann habe ich zwei Sesambrötchen mitgenommen. Drei so Ciabatta-Dinger. Sesam haben 25, die Ciabatta sind im Angebot für 19 Cent und zwei Laugenstangen für jeweils 29 Cent. Einfach für jetzt dann zum Essen. Crunchies, weil ich habe, wie gesagt, wie immer noch nicht gegessen. Wir haben es 11.24 Uhr. Also ich bin jetzt so der Frühstücker, dann erledige ich immer 1000 Dinge und dann irgendwann kriege ich richtig Hunger und deswegen ja, habe ich dann auch so Brötchen mitgenommen. Weil den Haul, den schneide ich euch jetzt gleich noch. Den kriegt ihr eigentlich heute Abend. Normalerweise, heute ist Freitag. Normal bin ich bei Food Haul ja immer ganz aktuell, damit ihr euch die Angebote auch noch holt. Hier, das ist der Coupon, von dem ich geredet habe. Der hängt bei uns millionenmal am Milka-Regal. Und da spart ihr euch einen Euro. Und denkt dran, ich habe es jetzt nicht dran gedacht, Backsaison, ne? Weiße Schokolade, zartbitter und Vollmilchschokolade. Damit könnt ihr die Plätzle beschmieren. Habe ich vergessen. Und weil ja die Milka für 59 Cent im Angebot ist, minus dann noch den 1 Euro Coupon, spart ihr richtig. Brötchen, 55 Cent. 1,49 für rote Paprika. Mögen die Mädels total gerne. Dann habe ich Quark mitgenommen, weil ich, wie heißt das? Martinsgänse? Heißt das so? Naja, so ein Quark-Ölteig. Martinsgänse. Doch, das heißt schon, wo so eine Rosine. Ja, das sind, glaube ich, diese Gänse. Auf jeden Fall Quark-Ölteig, das will ich machen. Deswegen habe ich Quark mitgenommen für 55 Cent. 1,29 für Afakal Kartoffeln. Kartoffeln ist gerade voll günstig. Essiggurken nochmal für den Vorrat, weil wir hatten gar keine mehr da. Für 1,19 Euro. Crunchy. Ach, ich weiß nicht. Ich versuche es mich immer zu verbessern dann in den Kommentaren und trotzdem lerne ich es nicht. Und dann habe ich, ja, einen Zwiebelsack mitgenommen. Was super von der Qualität ist, weil die ganzen Zwiebeln sind jetzt da drinnen. Auf jeden Fall kosten die gerade 99 Cent. Da hast du ein paar Zwiebeln. Was? Dann habe ich, dann wurde sich Buttercroissants gewünscht. Kosten jeweils 49 Cent. Habt ihr einen Lidl gleich in der Nähe? Geht es da zum Lidl, weil da gibt es da 3 für 2. Aber im Kaufland nicht. Da habe ich keins geschenkt. Aber Lidl. Ja. Ich weiß gar nicht, was das in der App war. Muss mal schauen, ob ich da irgendwas gespart habe jetzt. Auf jeden Fall Feuchtigkeit habe ich noch mitgenommen. Die haben wir in so einem Probepaket, nee, nicht Probepaket, in dieser Kauflandbox gekillt, wo man sich anmelden kann. Die haben ja auch so ein Bonusprogramm, wenn man ein Baby bekommt. Und da waren solche Feuchtücher da drin. Und die sind so mega gut, die sind echt gut, dass ich die jetzt nachgekauft habe. Und außerdem sind die auch gerade im Angebot 2,44. Ich habe die im Prospekt gesehen und da dachte ich mir, ah ja, die sind so gut. Und deswegen habe ich sie mitgenommen. Ja. Die Geschichte hat euch jetzt auch interessiert. Croissants für 1,39. Bistro Baguettes, alles von Dr. Oetker, Bistro Baguette, Pizzan und sowas, ist gerade 20% oder 33%. Naja, auf jeden Fall ist es günstiger, deswegen hat das jetzt nur 99 Cent gekostet. Da haben wir noch ein paar Milkas, Oreo und Vollmilch mit Haselnuss. Miranda, dann haben wir hier Pepsi Max, die war übrigens das allerletzte Flasche, da ist alles ausverkauft von Zero gerade. Cola Light, dann Zero Schwibschwab, wie gesagt, alles 69 Cent. Schwibschwab haben wir hier noch. Eine Gurke haben wir hier noch für 59 Cent. Wisst ihr, dass das so in meinem Kopf auch ist? Ich habe jetzt den Aufsteller im Kopf gehabt gerade. Wie es halt da beim Kaufland ist, deswegen weiß ich den Preis noch. Also ganz lustig in meinem Kopf, wie die Preise da alle sind. 59 Cent eben für Milka Schoki, weil ihr immer so oft fragt, warum ich mir die Preise so merken kann. Und hier nochmal 69 Cent für
für Pepsi, ne? Brauchen wir für die Taufe, das läuft da bitte gleich wieder rein, das tun wir im Keller. Dann ist wir dann einfach eine bunte, gemischte Getränkeauswahl schon da haben und ich beim nächste Woche nicht so viel mitnehmen muss, ne? Also kommt noch was bestimmt dazu, aber ja, schon mal die erste Ladung einfach da haben. Was? Ja, die kommen in den Kühlschrank. Das ist irgendwie aus dem Netz. Ich weiß nicht, welche Katastrophe oder so. Und dann haben wir hier noch einen Wassersixer. Habe ich auch noch mitgenommen. Für 1 Euro. Ach, 19 Cent die Flasche. Was für ein Euro. Und dann, das war wahrscheinlich der Ursprung, warum es so teuer geworden ist. Warum es kein Schnapper-Einkauf war. Denn einmal, das haben sich die Kinder gewünscht. Die Luana hat sich diesen Adventskalender gewünscht. Playmobil, wir haben ja kein Playmobil zu Hause. Jeder, der mich auf Instagram verfolgt, der weiß, wie viel Playmobil wir zu Hause haben. Den hat sie sich auf jeden Fall gewünscht. Auch voll süß, da ist sogar mit, was ich cool finde, von Tinti. Also so Badezusätze sind da sogar dabei irgendwie. Und dann können sie ja mit den Figuren in der Badewanne spielen. Im Winter ja ganz cool, ne? Da baden die ja sowieso öfters. Der hat auf jeden Fall 17,99 gekostet. Am allergünstigsten momentan bei Kaufland, weil überall anders kostet der, ich glaube auf Amazon habe ich geschaut, kostet der sogar 24,99. Und beim Kinderland damals 19,99. Also auf dem Kaufland war auf jeden Fall das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Genauso wie der hier. Den hat die Bella sich gewünscht. Die hat sich dieses Jahr einen Barbie-Kalender gewünscht. Und auch der war Preis-Leistungs-Verhältnis am allergünstigsten beim Kaufland. Überall anders kostet der nämlich 29,99 oder 24,99 oder 26,99. Diese Preise habe ich überall gesehen. Und beim Kaufland kostet der einfach mal nur 19,99. Naja. Ob ich es jetzt geil finde, was da drin ist, ist jetzt mal dahingestellt, aber gut. Wenn man sich sowas wünscht, dann ist es doch toll. Ich muss keine basteln. Wobei ich mir jedes Jahr vornehme, sie zu basteln selber und dann halt schon unterm Jahr anfangen mit einer Kiste zum Sammeln und dann musst du es ja nur noch zusammenstecken, aber irgendwie ist die Kiste im November dann immer leer und ich habe nicht gesammelt. Und dann denke ich mir, dann habe ich die Kinder gefragt, soll ich eigentlich ein basteln? Und dann sehen die ja schon überall die Adventskalender und sagen die, nee, wir den und den. Und dann ist der ganze Hokuspokus vorbei. Naja, für mich ist weniger Stress, die Kinder sind zufrieden, die kriegen noch einen Schokoladenkalender dazu. Ich kriege auch noch einen Schokoladenkalender dazu und das war's dann. Habt ihr einen Adventskalender? Berichtet mir auf jeden Fall mal. Also ich habe immer einen Adventskalender, der muss schon sein. Und die Kinder natürlich auch. Ihr Lieben, achso, wie viel habe ich jetzt ausgegeben? Habe ich schon am Anfang gesagt, 121,27, aber es liegt natürlich auch an diesen zwei Kalendern, weil die haben ja schon knapp 40 Euro ausgemacht. Also im Durchschnitt habe ich eingekauft, eigentlich wie immer. Ich hoffe, euch das Video hat euch Spaß gemacht. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen, über ein kostenloses Abo natürlich auch. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, so gibt ihr sofort mal eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online ist. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, ciao!